Wie viel Schaden genommen haben wir bisher auch noch nicht. Also ernstzunehmende Gegner sind Skelette für uns auch nicht mehr wirklich. Aber unsere Rüstung kriegt Schaden und das Schwert kriegt Schaden und so weiter. Also toll ist das Kämpfen gegen die auch nicht unbedingt. Zumal wir noch keine wirkliche Möglichkeit gefunden haben, unsere Sachen zu reparieren. Oh, ja, guckt hat Schaden haben, sag ich doch. Und von oben treffen wir seltener, kommt mir so vor. Oh, und jetzt kriegen wir mehr Schaden. Ist da noch ein drittes Skelett? Nee. Und der Helm ist beschädigt. Der zielt bloß unseren Kopf. Garstiges Skelettending. Also. Oh, und ein neues Schwert. Stärke haben wir leider keine neue dazu bekommen. Da fängt es wahrscheinlich ein extra Mantra. Na gut, was bist du? Ein schwer beschädigtes Schwert. Das 2 wiegt. Oh, und ein Edelstein. So, jetzt probiere ich den Spruch aus. Links? Nein, hat zu viel geschlagen. Viel geschlagen. Hast nicht genug Mana für den Spruch. Ah. Habe ich das falsch gelesen? IBM. IBM. Das ist der Heilspruch. Okay, können wir jetzt irgendwie das wieder rückgängig machen, was hier drin ist? Warte mal. Ach so, okay. Einfacher Spruch. IL. In Lore. Das ist Licht. Ich finde es schön, dass das so einheitlich ist. Also das gab es auch schon in Ultima Online. Also es gab es natürlich hier vorher als Ultima Online, aber Ultima Online habe ich als einziges Ultima-Spiel länger gespielt. Das würde doch jetzt einfach nur Licht machen. Also wir könnten das mal ausmachen. Oh. Eine Lampe. Und mehr Spikes. 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 Und null Gewicht. Das mit dem Gewicht ist wirklich ein wenig lästig. Aber gut, hilft nichts. Du bist schwer angeschlagen. Du bist schwer angeschlagen. Na gut, da kann eins von den schwer angeschlagen mal weg. So. Lampe kommt hier hin. Lampenöl ist da. Da. Wenn wir die Kerzen und die Fackeln mal wegmachen, sparen wir auch nicht wirklich viel. Sparen wir gar nichts. Die wiegen wohl null. Also, nee. Du, mitkommen. Obwohl, warte mal. Komm, die lassen wir jetzt alle hier. Habe ich keinen Nerv drauf, zum einen. Und zum anderen haben wir jetzt ja unseren Lichtzauber hoffentlich. Und die Lampe, wo wir 4 Flaschen Öl für haben. Das passt schon soweit. Also, 78 Stück hier bleiben. Du dahin, aber aus. Was haben wir hier noch Schönes? Das ist das Schwert, das wir hingeworfen haben. Und Lederschuhe. Wie wäre das mit so einer kleinen Rumpelkammer? Wo wir unser Zeug lagern. Das wäre echt eine gute Idee, hm? Was sagt die Karte? Karte sagt, im Norden geht's weiter. Ich gehe aber erstmal hier nach Süden raus. Dann nach Osten raus und dann nach Süden. Und mache hier die Rumpelkammer. Also hier kommt Zeug hin, was wir gut verkaufen könnten, auf so einem Montan nicht rumschleppen wollen. Oder wir wohl nicht wissen, was es genau macht. Obwohl das Ding nichts gewogen hat. So, Brief kann auch hier hin. Zauberstab. Was ist das? Ein Rezept für die eine Suppe. Wiegst du was? Nö. Kannst auch wieder mit. Die Bowl hat auch nichts gewogen. Heißt das Einzige, was wiegt, ist... Oh, die Kiste zum Beispiel. Ja, sie ist aus Gold, aber sie muss erstmal hier bleiben. Das Zepter. Was mit den Spikes?
Spikes, 8 Stück. Jo, die wiegen was. Bedroll brauchen wir. Lampenöl brauchen wir. Der komische Samen. Die Kiste. Komm, die Kiste wiegt bestimmt ganz viel. Du, dahin. Kiste auf dem Boden. Die Kiste wiegt gar nichts. Das ist teilweise echt ein wenig komisch. Aber gut, wir haben jetzt 7 Gewicht und das reicht erstmal. Jetzt machen wir hier. Rumpelkammer. So. Jetzt können wir da wieder rein. Und diesmal nach Norden gehen. Also nach oben gucken. Zauber. Aha. Unser erster erfolgreicher Zauber. Säure? Was zur Hölle? Habt ihr doch vorher nicht gemacht, sowas. Zack, zack. Ja, komm. Du bist kaputt. Du bist auch gleich kaputt. Und da ist ein Tiara. Ich weiß nicht, ob der Avatar so auf Tiaras steht. Aber. Und Gold. Da steht er auf jeden Fall drauf. Also ja, nee, der Avatar nicht, aber ich. So, was haben wir denn da? Eine Krone. Okay, Krone klingt auch schon ein wenig besser als Tiara. Die tun wir jetzt wieder rein. Dann haben wir Gold. Was haben wir da? Ein Hammer. Haben wir schon. Aber die nehme ich mal mit und schmeiße in unsere Rumpelkammer. So, sonst war hier nichts richtig. Hier waren wir eben gerade schon. Aber das Zeug können wir für unsere Rumpelkammer auch mitnehmen. Ich kann nichts im Inventar behalten, also in den Händen. Also du da rein. Du dahin. Wieder raus und zur Rumpelkammer. Da raus, Süden. Hier. Also ein Rockhammer, ein Schwert. Chainkäuf, das. So. Sehr gut. Ein Zivilisationszeichen. Kommen wir hier rein? Nein, ist abgeschlossen. Und die hier werden bestimmt nicht passen. Nö. Nö. Okay. Hier schon mal nicht. In die Mine. Ich glaube, die Warnung sollten wir ernst nehmen. Kommen wir auch später noch hin. Eine Abzweigung mit einem neuen Schlüssel. Was für ein Zufall. Sagt mir irgendwas Besonderes mit dem Schlüssel? Der Edelstein, der eingelegt wurde, ist schwer beschädigt. Oh, nach oben? Interessant. Ach, das ist die Tür, oder? Nein. Wir sind bei den Menschen. Ha. Können wir dich öffnen? Nein. Können wir mit dem neuen Schlüssel öffnen? Nein. Okay, wie machen wir es am besten? Runter. Also merken, bei den Menschen irgendwo in einem geheimen Kämmerlein, wo sie vielleicht selber keinen Zugriff zu haben, ist eine Abkürzung nach unten. In die Nähe der Mine. Aber nicht in die Mine selber. So. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Genau, da waren wir noch gar nicht. Aber lass uns erstmal hier im Westen gucken. Also nicht Osten, sondern Westen. Da geht's hoch. Da kommen wir her. Das heißt, da waren wir noch gar nicht. Kurz auf der Karte markieren. Genau, dass wir sehen, dass es da weitergeht. Und dann hier lang. Mana regeneriert sich auch so langsam, ohne zu schlafen. Die Information ist schon mal auch wichtig. Oh. Ein Zwerg. Hallo, Freund. Ironwit. Oh, meine Blaupausen. Was zur Hölle, Blaupausen? Oh, meine Blaupausen. Sie kehren zu mir zurück nach all diesen Jahren. Nein, es sind nicht meine Blaupausen. Es ist ein Mensch.
Was ist dies? Hast du mir meine Blaupausen gebracht? Oh, meine Blaupausen. Wo sind sie nur geblieben? Ich glaube, dieser Zwerg hat ziemlich einen auf den Helm bekommen. Ich habe deine Blaupausen genau hier. Ich glaube, das ist gelogen, Avatar. Du hast gar keine Blaupausen. Was war das da? Können wir nicht gucken. Worüber sprecht ihr? Dann bist du wirklich nicht meine Blaupause. Nein, wir sind keine Blaupause. Die Blaupause hat niemals ein Wort gesprochen. Und doch hast du eine Stimme. Ja, wir reden. Sie waren dumm. Stumm wie ein Stein. Aber ich vermisse sie. Kannst du sie für mich finden? Ja, natürlich. Wir sind der Avatar. Wir finden alles. Oh, das wäre wunderbar. Sie sind wahrscheinlich irgendwo in einem Lagerraum. Im Südosten des Komplexes, denkt er. Hier, ich gebe dir einen Satz Blaupausen der Gegend. Achso, er meint Karten. Ah, okay. Oh, meine Blaupausen, wo seid ihr bloß? Ja, wir sind sehr froh, darüber dir helfen zu dürfen. Oh, du bist ein guter Kerl. Ich denke, in dem Lagerraum sind die Blaupausen. Ja, Gott verdammt mich, du bist ein komischer Zwerg. Hier ist ein fliegender Trank. Im Spiralraum. Oh, aber der ist abgeschlossen. Okay, Resümee. Wir haben einen verrückten Zwerg gefunden, der seine Blaupausen wieder haben will. Also seine Karte. Dafür hat er uns eine andere Karte gegeben, um seine Karte zu finden. Und er faselt etwas davon, dass er nicht fliegen kann, aber ein Trank, um fliegen zu können, in einem Spiralraum ist. In einem abgeschlossenen Spiralraum. Okay. Danke für die Hilfe oder für die Hinweise. Ja, nichts zu danken, aber weißt du was, du könntest mir helfen, meine Blaupausen wiederzufinden. Okay, aber jetzt wo war der Schlüssel zum Spiralraum? In dem goldenen Labyrinth. Ha, genau, dem goldenen Pfad folgen oder man wird vergiftet. Nee, das ist der Gifttrank im Spiralraum. Oder war es der fliegende Trank? Vielleicht beides. Also wir müssen durch ein goldenes Labyrinth, wo wir auf der goldenen Straße bleiben müssen. Was sich schon mal sehr interessant anhört. Dann finden wir irgendwo den Schlüssel zum Spiralraum. Und im Spiralraum sind zwei Tränke, wovon einer vergiftet ist und der andere uns fliegen lässt. Und welcher Trank ist welcher? Nur nicht so eilig. Ein Trank ist grün, der andere rot. Oder ist der eine grün und der andere rot? Also einer ist auf jeden Fall grün und der andere ist auf jeden Fall rot. Das ist schon mal sicher. Einer der beiden ist ein Flugtrank, der andere ist ein Gift. Oder war es andersrum? Ah, ich habe schon wieder vergessen. Green is good and red is rotten? Ja, also er kann uns absolut nicht helfen. Goodie. Nun ja, sei es drum. Tu einfach dein Bestes. Und wo du gerade in der Gegend bist, ich bräuchte noch meine Blaupausen zurück. Das wäre echt toll, die sind in irgendeinem Lagerraum. Oh, der letzte Satz ist noch wichtig für uns. Alles, was du sonst so findest, darfst du behalten. Er spricht mit ganz schön viel Autorität, wenn ich alles, was ich finde, behalten darf. Aber gut. Ich werde deine Anweisung so gut es geht befolgen. Wo ist meine Karte? Crazy Dwarf. So, ist bei diesem verrückten Zwerg noch irgendetwas? Ich hoffe nicht noch mehr seine Art. Oh. Oh, das ist der goldene Pfad, oder? Hehe, goldenem Pfad folgen, sonst wird man vergiftet. Nein, es war ein Gifttrank. Boah. Okay, er meint bestimmt, aber wir sollen nicht runterfallen. Sackgasse. Na gut, wir haben eine Karte, da kann das Labyrinth nicht so schwer sein, oder?
Ah, wir dürfen springen. Also S, J. Ah. Das macht er mit dem Pfad bleiben. Oh, Gegner. Viele Gegner. Und ich werde mich nicht vom Fleck rühren. Sonst falle ich nämlich vom goldenen Pfad und dann werde ich vergiftet oder sonst irgendwas. Das sind ganz schön viele. Oh. Könnt ihr mich vom Pfad schubsen? Kann schon. Und Level up. Aber ich denke, ich werde die Mantras trotzdem nicht benutzen. Jedenfalls nicht das Kampfmantra. Denn das erhöht auch eine Fertigkeit, die wir gar nicht brauchen. Nämlich Keulenkampf. Komm schon, stirb. Es wäre mir nämlich lieber, wenn wir ein Schwertmantra finden würden. Dann würden wir statt einmal Angriff, Schwert, Keule wahrscheinlich dreimal Schwert bekommen. Und würden dann nicht einen Punkt in Anführungszeichen verschwenden. Aber gut, Zeit, um kurz abzuspeichern und wir sehen uns gleich wieder.